als Wiege der Menschheit, betrachteten die Gelehrten im frühen 19. Jahrhundert Mesopotamien, das antike Griechenland und das alte Ägypten. Besonders die Pyramiden von Gizeh galten als Beweis einer glanzvollen Hochkultur, die weltweit einzigartig war. Im Jahr 1834 erklomm der amerikanische Reiseschriftsteller John Lloyd Stephens die steinernen Monumente der Pharaonen. Er schaute über den Tellerrand der bekannten antiken Kulturen. Stephens war auch nach Ägypten gereist, um die Bauwerke mit den unglaublichen Zeichnungen der spanischen Kolonialisten aus Mittelamerika zu vergleichen. Bislang wurden die Berichte von den Pyramiden im Urwald als Fantasievorstellungen abgetan. Wenn er beweisen könnte, dass es auch in der neuen Welt solche Bauwerke gibt, es wäre eine Sensation. Jahre später blickte er im dichten Dschungel von Mittelamerika auf fantastische Tempel. In seinem Tagebuch notiert Stephens triumphierend: Nun ist bewiesen, dass das Volk, das einst den Kontinent Amerika bewohnte, alles andere als kulturlose Barbaren waren. Der Dokumentarist nahm an, dass noch hunderte Tempel versteckt im Urwald schlummerten. Stephens Entdeckungen veränderten das damalige Weltbild. Und sie erweckten das Interesse an der Archäologie, einer Wissenschaft, die sich gerade erst entwickelte. Um 1870 kämpfte sich Theobert Mahler im Grenzgebiet zwischen Guatemala und Mexiko durch den Dschungel. Seine Ausrüstung wog weit über 100 Kilo. Denn er war einer der ersten Entdecker, der die fantastischen Maya-Bauten fotografieren wollte. Von seinen Fotos versprach sich der Mann aus Baden-Baden internationale Anerkennung. Dazu musste er die Maya-Stätten jedoch erst einmal erreichen. Während scheinbar endlosen Gewaltmärschen durch den Regenwald und moskitoverseuchte Sümpfe verirrten sich Mahler und seine indianischen Helfer immer wieder. Seine Fantasie begann ihm Streiche zu spielen. Fünf Jahre zuvor war Mahler als Kadett im Freiwilligen Korps Maximilians von Österreich nach Mittelamerika gekommen. Als es nach zwei Jahren mit dem Traum vom mexikanischen Habsburgerreich vorbei war, tauchte Mahler unter. Er beschloss, in die Fußstapfen von John Lloyd Stephens zu treten und mit fantastischen Entdeckungen die Welt zu beeindrucken. Leben wollte er vom Erlös seiner Fotografien. Oft zeigte Mahler seinen indianischen Helfern die Zeichnungen der mysteriösen Paläste, die Stephens veröffentlicht hatte. Doch die Einheimischen hatten die gewaltigen Gebäude noch nie gesehen. Es waren diese Bilder, die in Theobert Mahler das Entdeckerfieber ausgelöst hatten. Gemalt hatte sie der Engländer Frederick Catherwood, der Stephens auf seinen Expeditionen begleitet hatte. Catherwood war ein Bilddokumentarist, der die fotografische Ära der Maya-Entdeckungen mit seinen exakten Zeichnungen vorbereitete. Doch weder Catherwood noch Stephens hinterließen der Nachwelt brauchbare Karten. Versuchen die Forscher mit Hilfe modernster Satellitentechnik, die letzten unentdeckten Maya-Ruinen zu finden. Denn bei der Analyse von Infrarotbildern sind ihnen eigentümliche Verfärbungen aufgefallen. Sie treten erstaunlicherweise oft dort auf, wo sich die antiken Maya-Städte befinden. Wie zum Beispiel in Tikal, im heutigen Guatemala, einst eines der mächtigsten Maya-Zentren. Bis zu 100.000 Menschen lebten hier während Tikals Blütezeit zwischen 300 und 800 nach Christus, als die Maya ihren erstaunlich genauen Kalender entwickelten
und das mathematische Konzept der Null erfanden. In Tikal entdeckten die Archäologen die Erklärung für die ungewöhnlichen Farben der Infrarotbilder. Die Maya bauten ihre Tempel aus Kalkstein. Die Pflanzen haben den Kalk der Gebäude jahrhundertelang über ihre Wurzeln aufgenommen. Die Calciumverbindung entzieht den Blättern Feuchtigkeit. Deshalb speichern die Pflanzen in der Nähe der Maya-Gebäude mehr Wärme als der restliche Dschungel. Ein minimaler Temperaturunterschied, jedoch genug, um ihn mit einer Infrarotkamera zu erkennen. Müsste es mit dieser Methode nicht auch möglich sein, die vermuteten, aber bisher vergeblich gesuchten Vororte Tikals zu finden? Der Amerikaner Tim Murther von der Penn State University versucht mit Hilfe des sogenannten Remote Sensing, den Vorstädten Tikals auf die Spur zu kommen. Das Infrarotverfahren ist dabei der wichtigste Bestandteil. Hinzu kommen weitere Daten über die Bodenbeschaffenheit und besondere Merkmale der Vegetation, die Murther auf einer hochauflösenden Landkarte zusammenträgt. Ich versuche, die beste Kombination der vielen Informationen zu finden, die uns Satelliten und Flugzeuge liefern. Manchmal setzen wir 15 oder 20 Informationsschichten übereinander. Zunächst versuche ich, Strukturen auf dem Bildschirm zu identifizieren. Wir gehen erst in den Urwald, wenn ich vorhersagen kann, wo etwas zu finden sein wird. Murther hat 10 Kilometer nordöstlich von Tikal eine mögliche Maya-Siedlung auf dem Infrarotbild ausgemacht. Anders als beim mächtigen Zentrum zeigt das Satellitenbild an der Stelle jedoch nur vereinzelte Kalksteinflächen, wenige Quadratmeter groß. Ob es sich dabei tatsächlich um Bauwerke der Maya handelt, ist auf dem Monitor nicht erkennbar. Murther will dem vagen Hinweis jedoch nachgehen. Ich habe mich immer gefragt, wie sich die Maya an ihre Umwelt angepasst haben. Besonders in Tikal lebten viele Menschen. Und wir wissen immer noch nicht, wie sie es geschafft haben, genügend Korn anzubauen und ausreichend Wasser zur Verfügung zu haben. Ich glaube und hoffe, dass wir morgen einen kleinen Teil dieses Puzzles finden werden. Die Satelliten geben die Koordinaten vor. Doch damit endet auch schon die technologische Überlegenheit des 21. Jahrhunderts. Verglichen mit ihren Vorfahren sehen sich die modernen Forscher noch einer weiteren Gefahr gegenüber. Hoch aufgerüstete Grabräuber durchstreifen die Gegend um Tikal. Deshalb begleitet ein Soldat Murther und seinen Assistenten. Vor Sonnenuntergang müssen sie wieder aus dem Dschungel heraus sein. Über 1000 Jahre dominierten die Maya Zentralamerika politisch und kulturell. Ihre Priester predigten auf Tempeln, die in den Himmel zu wachsen schienen. Sie berechneten den Lauf der Sterne und Planeten schon nahezu perfekt, als in Mitteleuropa die Völkerwanderung einsetzte. Doch der Maya-Kollaps erreichte auch das sogenannte Manhattan der Maya. Und der Dschungel holte sich zurück, was seine Bewohner ihm mühsam abgerungen hatten. Urwald versteckte die Paläste für viele hundert Jahre, bis sie von den Pionieren der Maya-Forschung nach endlosen Strapazen wiederentdeckt wurden. Oye, agarre los palos! Mensch! Für den besten Kamerawinkel ließ Theobert Mahler klapprige Aussichtstürme errichten. Das ist gut. Die Bilder konnten nur gelingen, wenn die Kamera und sein Hochstand so still wie möglich gehalten wurden. Mahler brauchte eine lange Verschlusszeit, denn es gab noch keine Belichtungsmesser. Um die gewaltige Größe der Gebäude deutlich zu machen, bediente er sich wie einst der Zeichner Catherwood eines Kniffs. Stimmungsvoll setzte er seine Helfer vor den antiken Monumenten in Szene. Oi, Raúl! Corre! Quiero que te pares en la frente de la pirámide.
Für seine Aufnahmen benutzte er drei Mattscheibenkameras im Format 12x10, 12x9 und 10x8, mit denen er Negative bis zu einer Größe von 30x40 cm belichten konnte. Hightech des 19. Jahrhunderts. All seine Ersparnisse gab er für die Fotografie aus. Alles, um seinen Traum zu verwirklichen, als größter Dokumentarist der Maya in die Geschichte einzugehen. Mit 2 Stunden Verspätung erreicht das Team um Tim Murthaugh das Zielgebiet. Ihm bleibt nur eine knappe Stunde Zeit, um die Städte im Dschungel zu untersuchen und festzustellen, ob er die Satellitenbilder richtig interpretiert hat. Ich glaube, wir haben es. Nicht gerade sehr groß, aber es sieht ganz gut aus. Ungefähr 6 Meter hoch. Das ist toll. Fantastisch. So 6 oder 7 Meter, oder? Sehr gut. Der Satellit hat auf jeden Fall funktioniert. Und tatsächlich liegt unter dem unscheinbaren Hügel eine Maya-Struktur. Doch noch etwas wird sofort klar. Tim Murthaugh ist zwar der erste Wissenschaftler, der diesen Ort zu Gesicht bekommt, doch andere waren schon vor ihm da. Grabräuber. Auf beiden Seiten stehen dicke Steine, aber keine Keramik. Es sieht so aus, als wären da unten mindestens 2 oder 3 Stockwerke. Ganz ohne Satellitenhilfe haben Plünderer das überwucherte Gebäude gefunden und es auch gleich leergeräumt. Murthaugh ist dennoch zufrieden. Denn sogar diesen kleinen versunkenen Bau hat der Satellit erkannt. Und der Hügel ist ganz offensichtlich ein Teil der gesuchten Vororte Tikals. Das wichtigste Ergebnis heute ist, dass wir eine Maya-Siedlung in einer Gegend gefunden haben, von der man bisher annahm, dass es ja überhaupt keine Gebäude geben würde. Das ist sehr wichtig, um Tikal besser zu verstehen. Wenn wir solche Vororte entdecken, 8 Kilometer vom Zentrum entfernt, nahe den Verteidigungswellen, können wir herausfinden, wie und wann sie mit der politischen Organisation Tikals interagierten. Die Bewohner der Vororte versorgten Tikal sehr wahrscheinlich mit Wasser. Denn die Satellitenstädte lagen viel näher an den Seen und Sümpfen, die sie als Wasserspeicher nutzten. Grundlage für das Aufblühen der Stadt zu einem mächtigen Maya-Zentrum. Vor 150 Jahren ging es den Forschern weniger um erklärende B-Funde als um die Funde selbst. Und es ging darum, die Städte als Erster zu entdecken. Theobert Mahler wusste, dass immer mehr Abenteurer dem Ruf der alten Maya-Zivilisation folgten. Und so hetzte Mahler schon bald weiter durch den Dschungel. Los, komm schon, komm. Besonders die Nachricht über einen amerikanischen Archäologen, der als Konsul durch Mexiko reiste, erschreckte ihn. Edward Herbert Thompson aus Massachusetts war ursprünglich nach Mexiko gekommen, um die von ihm vermutete Verbindung der Maya zu den Bewohnern der legendären Stadt Atlantis zu erforschen. Er erkannte schnell, dass seine fantastischen Theorien nicht aufrechtzuerhalten waren. Allerdings faszinierte ihn die Baukunst der Maya so sehr, dass er beschloss, in Mexiko zu bleiben. Seine Vorgehensweise unterschied sich jedoch von der Theobert Mahlers. Thompson war ein guter Geschäftsmann. Schnell fand er private Geldgeber, die seine Expeditionen unterstützten. Zudem stand er auf der Gehaltsliste verschiedener amerikanischer Museen. Sogar das amerikanische Außenministerium überzeugte er vom Nutzen seiner Präsenz in Mexiko, sodass Thompson den Titel Konsul im Namen führte. Für Theobert Mahler, der sein eigenes Geld einsetzte, war der Hobbyarchäologe aus Yankeelandia, wie er Thompson spöttisch nannte, ein rotes Tuch. Doch noch hatten sich die Wege der Rivalen nicht gekreuzt.
Mahler hatte seinen Wirkungskreis auf das gesamte Maya-Reich ausgedehnt, während Thompson vor allem die Halbinsel Yucatan bereiste. Ihr erstes Aufeinandertreffen fand um 1900 in Mérida statt, wo sich regelmäßig ein kleiner Kreis von Forschern bei einer wohlhabenden Mexikanerin zum Tee traf. Eigentlich war Mahler in dieser Runde der führende Archäologe und hatte Fotos seiner letzten Expedition angekündigt. Doch als er heute den Salon betrat, hingen die Augen der Kollegen und der Gastgeberin an den Lippen von Edward Thompson. Mahler hatte den Amerikaner noch nie zuvor gesehen. Aber die Art, wie dieser Mann seine Bilder der Maya-Stadt Labna präsentierte, ließ keinen Zweifel, es musste Thompson sein. Als ich die Fotos machte, haben mich Moskitos gestochen, so groß. Glauben Sie mir etwa nicht? Fantastisch. Sagen Sie, wie viele Male waren Sie dort, Konsul? Ach, oft. Wissen Sie, der Dschungel ist wie mein zweites Zuhause. Sind Sie nicht hergekommen, um Atlantis zu finden, Mr. Thompson? Der legendäre Herr Mahler, warum geben Sie uns nicht die Ehre, Ihre Theorie zu Labna zu erfahren? Das will ich Ihnen sagen, weil ich wissenschaftliche Diskussionen mit Wissenschaftlern führe und nicht mit Amateuren. In den darauffolgenden Jahren entwickelte sich ein heftiger Konflikt zwischen den Forschern. In bitterbösen Briefen beschwerte sich Mahler bei der mexikanischen Regierung über den Amerikaner. Thompson verdient es, eingefangen und in ein Irrenhaus unter Beobachtung gestellt zu werden. Er führt den gemeinsten Krieg gegen mich und versucht, die großartigen Resultate meiner Wanderungen für sich zu reklamieren. Thompson ließen die Beschimpfungen zwar kalt, doch auch er hatte eine Meinung zu Mahler. Mahler looks like a ghost. Der Herr Mahler sieht wie ein Gespenst aus. Er hat die deutsche Dickköpfigkeit und füllt sich mit Chinin und Arsen an, in der Absicht, in der nächsten Saison eine weitere Reise zu machen. Beide waren getrieben von dem Wunsch, als Erster bedeutende Ruinen zu entdecken und der Welt möglichst großartige Funde zu vermelden. Ein Anliegen, das auch anderen Wegbereitern der Archäologie nicht fremd war. Als 1870 in Honduras eine Pyramide freigelegt wurde, trauten die Entdecker ihren Augen nicht. Eine Treppe führt die Pyramide von Copan hinauf, von der jeder einzelne Stein eine komplexe Hieroglyphe trägt. Der längste Text der Maya, der bisher gefunden wurde. Die Forscher ahnten, dass ihnen die Zeichen etwas über diese Stadt sagen könnten. Doch sie konnten das gigantische Kreuzworträtsel nicht lösen. Generationen von Wissenschaftlern versuchten seither, die Treppe zum Sprechen zu bringen. Erfolg hatte erst David Stewart, der seit mehr als 20 Jahren in Copan forscht. It's like reading an official history. Es liest sich wie ein Geschichtsbuch. Obwohl alles in Stein gehauen ist, verrät uns die Treppe viel über alle Könige der Stadt. Wie eine Chronik. Manchem mögen die trockenen Fakten langweilig erscheinen. Für uns Archäologen sind sie sehr wichtig. Ein Erdbeben riss die Treppe 1773 auseinander. Stewart muss deshalb viele der Steinblöcke neu zusammensetzen. Per Bildbearbeitungsprogramm verschiebt er die Inschriften so lange, bis aus den einzelnen Zeichen wieder Texte werden. So entlockt der Wissenschaftler der Treppe immer mehr Details. Der König, der diese Treppe erbauen ließ, tat es zu Ehren seines verstorbenen Vaters. Er wollte etwas ganz Besonderes schaffen, weil sein Vater eine wichtige Persönlichkeit war. Wir erfahren von der Treppe etwas über das Vater-Sohn-Verhältnis. Der Sohn war sehr bemüht, den Erwartungen des Vaters zu entsprechen und seine Herrschaft weiterzuführen. Mittlerweile ist der Code der meisten Hieroglyphen geknackt. Nachrichten aus einer längst vergangenen Welt. Einer Welt, zu der die ersten Entdecker noch keinen Schlüssel hatten.
Theobert Mahler hatte inzwischen fast 100 Maya-Stätten dokumentiert. Er war durch den Dschungel gelaufen, geritten und in Kanus gepaddelt, um immer neue Tempel und Paläste zu zeichnen und zu fotografieren. Die Kulthäuser der Maya hatte er zu Wohnzimmer und Studierstube umfunktioniert. Monatelang lebte er in den Ruinen. Doch der ganz große Durchbruch, ein bedeutender neuer Fund, war ihm noch nicht gelungen. Er konnte nicht wissen, dass er hier in Palenque, nur einige Meter von der wohl spektakulärsten aller Entdeckungen im Reich der Maya entfernt war. Denn im Innern des Tempels der Inschriften verbarg sich ein König. Erst 1951 gelang es Archäologen, einen Schacht zum Grund der Pyramide zu graben. In 25 Metern Tiefe wurde die Ruhestätte des mächtigsten Herrschers von Palenque freigelegt, Pakal. Er herrschte 70 lange Jahre und ließ seine Architekten fantastische Gebäude errichten. Doch die neueste Forschung hat entdeckt, dass Pakal nicht nur hervorragende Architekten hatte, sondern auch Ingenieure, die anderen Kulturen in Mittelamerika weit voraus waren. Die Scharen der Touristen, die tagtäglich über das Gelände stapfen, ahnen davon allerdings nichts. Denn die Ingenieurkunst der Maya liegt versteckt unter Tage. Ein bislang kaum erforschtes Kanalsystem durchzieht Palenque. Der amerikanische Archäologe Kirk French ist einer der ersten, der in den Untergrund gegangen ist, um die Kanäle zu untersuchen. In Palenque fallen jährlich 3,5 Meter Niederschlag in 7 bis 8 Monaten. Ohne die Aquädukte würde es massive Überflutungen geben, denn wenn das Wasser von den Bergen herunterkommt, trifft es auf ein flaches Plateau. Dort würde es ansteigen und sich ausbreiten. Die besondere Lage Palenques macht aus den wenigen Rinnsalen der Trockenzeit hunderte von Bächen und Flüssen in der Regenzeit. Regelmäßig wurde das Zentrum der Stadt überschwemmt. Das Wasser bedrohte die wichtigsten Tempel Palenques. Auch den Königspalast auf dem großen Platz. Da hatten Pakals Ingenieure eine geniale Idee. Sie verlegten die Flüsse unter die Erde. So wurden sie nicht nur der Überschwemmung Herr, sondern Palenque bekam mit den Kanälen eine unterirdische Wasserversorgung, die neben den Tempeln der Elite auch die normalen Haushalte erreichte. Durch die Überbauung der Kanäle gewannen sie außerdem 25% mehr Platz, den sie für den Bau ihrer eleganten Paläste dringend benötigten. Die Einheimischen der vorspanischen Zeit nannten die Stadt Land der festen Häuser. Maya-Forscher nennen Palenque heute das Paris der Maya. Theobert Mahler verbrachte Monate in der Stadt. In langen Nächten schrieb er Tagebuch, viele hundert Seiten. Von seinem Widersacher Thompson hatte er schon lange nichts mehr gehört. Ob Thompson aufgegeben hatte? Tatsächlich war es einige Zeit ungewöhnlich ruhig um den amerikanischen Konsul geworden. Jedoch nicht, weil er sich zurückgezogen hatte. Im Gegenteil. Um der Maya-Stadt Chichen Itza in Yucatan möglichst nahe zu sein, hatte er eine Hacienda nicht weit von der historischen Stätte gekauft. Das Anwesen hatte für den Spottpreis von $75 den Besitzer gewechselt. Wissenschaftlich konnte Thompson seinem Konkurrenten Mahler nicht das Wasser reichen. Das hatte der Amerikaner in den Jahren zuvor begriffen. Aber die amerikanischen Museen rissen sich um Thompsons Fundstücke. Okay. Cabeza Maya.
in Form der Wasser. Aus den Ruinen von Chichen Itza erhoffte er sich reiche Beute. Dafür gab es einen besonderen Grund. Thompson hatte die Berichte des Bischofs Diego de Landa genau gelesen, der der spanischen Krone von heidnischen Opferbräuchen der Maya berichtete. Bischof de Landa ließ im 17. Jahrhundert die Schriften der Maya verbrennen. Das Wissen einer großartigen Kultur ging in Rauch auf. Denn Diego de Landa hatte in den Bildern und Schriften der Maya das Werk des Teufels ausgemacht. Tatsächlich zeigen Reliefs bizarr anmutende Rituale. Die Gemahlin eines Königs zieht sich eine dornenbewehrte Schnur durch die Zunge. Über den Schmerz sollte ein Trancezustand erreicht werden, um so einzutauchen in die Unterwelt, in der die Götter wohnten. In den Berichten de Landas ist aber auch immer wieder von Menschenopfern mit reichen Beigaben die Rede. Noch kein Forscher war den Schriften des Priesters nachgegangen. Bis Thompson nach Chichen Itza kam. Er hatte die Schauergeschichten des spanischen Bischofs im Ohr, als er sich im Dickicht auf die Suche machte. Die Indios hatten den Brauch, viele Gegenstände in einen Brunnen hineinzuwerfen, die wertvoll waren. Auch lebende Menschen, besonders Jungfrauen, wurden in den Brunnen geworfen, um sie den Göttern zu opfern. Sie dachten, diese Menschen würden nicht sterben, obwohl man sie nie wieder sah. Thompsons ganze Aufmerksamkeit galt nun diesem Opferbrunnen. Diego de Landa sprach in seinen Schriften von einem Brunnen. Das hier glich eher einem kleinen See. Mit einem tiefen Lot wollte Thompson den Grund des Wasserlochs bestimmen. Doch das Lot fiel nicht auf den Grund. Thompson wusste, dass die Maya dem Regengott Chak die materiell wertvollsten Opfer darbrachten. Um die von ihm vermuteten Schätze zu bergen, fasste er einen verwegenen Plan. Inzwischen haben Wissenschaftler herausgefunden, dass vor 65 Millionen Jahren der Einschlag eines gigantischen Meteoriten in der Karibischen See zur Bildung der sogenannten Cenotes geführt hat. Die Gesteinsbrocken des Meteoriten durchbrachen den Kalksteinboden und gaben Zugänge zu den unterirdischen Wasserreservoirs frei. Andere Hochkulturen schöpften Wasser aus Nil, Euphrat und Indus. Die Maya hatten die Cenotes. Unter dem karstigen Boden der Halbinsel fließen Tausende von Wasserströmen, überlebenswichtig für die Bewohner im östlichen Yucatan. Denn im 9. und 10. Jahrhundert nach Christus wurde das Maya-Reich von einer nie dagewesenen Dürreperiode heimgesucht. Die einst mächtigen Zentren wurden zu Geisterstädten. Stadtstaaten fielen übereinander her. Die Kriege um die knappen Ressourcen hinterließen keine Sieger. Der Lebensraum der Maya wurde enger. Hunderttausende zogen immer weiter bis in den Norden der Halbinsel Yucatan. Hier entdeckte Theobert Mahler die kleine Stadt Ixchmoc, die von den anderen Forschern zuvor offenbar übersehen worden war. Ixchmoc war nie ein großes Zentrum wie Palenque oder Chichen Itza. Für Mahler jedoch war die Stätte von enormer Bedeutung. Niemand hatte so viele Maya-Stätten wie Mahler besucht. Doch Ixchmoc war endlich der Ort, den er als erster erreichte. Er hatte inzwischen den Kontakt zu den meisten Freunden und Bekannten abgebrochen. Nur das geerbte Geld seines Vaters ließ ihn überleben. Und auch das ging langsam zur Neige. Seine Fotos brachten kaum etwas ein. Umso dringender brauchte er den Erfolg seiner ersten neuen Entdeckung. Mahler war müde geworden, aber Ixchmoc war der verdiente Lohn für die endlosen Strapazen. Ixchmoc war seine Stadt. Doch was war das? Waren dort in der Wand nicht Inschriften?
Mala war wieder nicht der Erste. Die Stadt war bereits 3 Jahre zuvor entdeckt worden. E.H.T. Edward Herbert Thompson! Oh. Der Amerikaner war Maler immer einen Schritt voraus. Nicht nur an Land. Im Jahr 1904 wurde Thompson zum Pionier der Unterwasserarchäologie in Zentralamerika. 3 Jahre hatte er benötigt, um amerikanische Finanziers davon zu überzeugen, ihr Geld in die erste Unterwasserexpedition Mexikos zu investieren. Zum Grund des heiligen Cenote von Chichen Itza. Nachdem Thompson unterschrieben hatte, dass er den Tauchgang gänzlich auf eigenes Risiko unternahm, bekam er schließlich das Geld. Wie ist es? Alles in Ordnung? Wenn ich da unten bin, nicht vergessen zu pumpen. Ja, Senor. Fertig? Fertig. Die einheimischen Helfer waren sich sicher. Senor Thompson würde nicht mehr wiederkehren. Doch er hatte Anweisung gegeben zu pumpen, egal was passiert. Also pumpten sie. Die mit Blei beschwerten Sohlen seiner Schuhe zogen Thompson sofort hinunter. Er trug einen Trommelfellschaden davon, denn ein Druckausgleich durch eine langsame Sinkgeschwindigkeit war noch nicht bekannt. Doch er gab nicht auf. In 40 Metern Tiefe fand Thompson tatsächlich Opferbeigaben, aber auch menschliche Knochen. Und dann der erste Schädel. Bischof Diego de Landa hatte Recht behalten. Auch 100 Jahre später sind die Cenotes trotz modernster Technik ein anspruchsvolles Tauchgebiet. Archäologen dringen immer tiefer in die kilometerlangen, verschlungenen Wassersysteme vor. Denn die Höhlen hatten für die Forscher wissenschaftliche Schätze bereit, zu denen Grabräuber bisher nicht vorgedrungen sind. Das kristallklare Wasser hat die Knochen und Opferbeigaben über die Jahrhunderte gut konserviert. Eine unangetastete Zeitkapsel. Während Thompson sich in den Cenotes noch wahllos bediente, gelten heute strenge Regeln. Objekte und Knochen dürfen nur dann geborgen werden, wenn sie für die Spezialisten der mexikanischen Altertumsbehörde bestimmt sind. Seit vielen Jahren arbeitet die deutsche Archäologin Vera Tiesler in Mérida. Sie hat Tausende von Knochen aus den Cenotes untersucht. Die jüngsten Funde aus Yucatan bieten aber auch der erfahrenen Spezialistin etwas Neues. Besondere Merkmale weisen darauf hin, dass die menschlichen Knochen noch nach dem Tod des Opfers bearbeitet wurden. Religiöse Rituale, die die Wissenschaftler als Totenbehandlung bezeichnen. Die neuen Knochenanalysen haben wertvolle Erkenntnisse gegeben, nicht nur über die Opferung an sich, sondern über eine Vielzahl von Totenbehandlungen. Diese Totenbehandlungen gingen von Zerfleischung über Zerteilung des Körpers, Hitzeeinwirkung in Form von Verbrennung, in Form von Kochung. Und diese Vielzahl von Körperbehandlungen nach dem Tod, die geben uns wiederum sehr wertvolle Aufschlüsse auf den Sinn der rituellen Körperbehandlung in Verbindung zu den Menschenopfern. Der Tod zu Ehren des Regengottes Chuck war in Chichen Itza der höchste Ausdruck einer tiefen Religiosität. Aus dem Körper des Opfers wurde eine Reliquie. Warum sich ausgerechnet die größte Maya-Stadt Yucatans zu einer Hochburg der Menschenopferung entwickelte, ist bislang nicht geklärt. Vielleicht, weil sich die Maya hier mit Kulturen vermischten, die traditionell mehr opferten als sie selbst. Die Tolteken kamen aus dem fernen Teotihuacan, das heute unter Mexico City liegt.
Sie hinterließen in Chichen Itza architektonische Monumente, beispielsweise die beeindruckende Halle der 1000 Säulen. Chichen Itza blieb unter den verschiedenen neuen Herren ein zeremonielles Zentrum, bis die Tempel, Paläste und das Observatorium der Stadt im 15. Jahrhundert verlassen wurden. Für Thompson war Chichen Itza eine wahre Fundgrube. In regelmäßigen Abständen hatte er über Jahrzehnte kistenweise Funde nach Nordamerika verschickt. Nun wollte er sich aus Mexiko zurückziehen. Er bereitete die letzte Lieferung mit seinen wertvollsten Stücken vor. Es gab jedoch jemanden, der das mit aller Macht verhindern wollte. Theobert Mahler reiste in Begleitung eines mexikanischen Inspektors nach Chichen Itza, um dafür zu sorgen, dass Thompson des Landes verwiesen wird. Kommen Sie, Inspektor, kommen Sie! Venga, Inspektor! Der Inspektor war allerdings nicht ganz so entschlossen. Schließlich war Senior Thompson Konsul der amerikanischen Regierung. Auf Thompsons Hacienda glaubte Mahler, seinen Rivalen in Flagranti zu erwischen. Er hatte einen Tipp bekommen, dass der Amerikaner die letzten Funde sehr bald außer Landes schaffen wollte. Thompson! Thompson, hören Sie sofort auf. Sie sind kein Archäologe, Thompson. Alles, was Sie tun, ist die Kunst zu stehlen. Aber jetzt ist es damit vorbei. Thompson, now it's over. Schluss, aus, Ende. Mr. Mahler, Sie beschuldigen mich nun schon seit Jahren. Aber ich sage Ihnen eines. Ich respektiere die Kunstwerke genau wie Sie. Und noch etwas. Meine wenigen Funde sind in den amerikanischen Museen sicher. Lassen Sie die Sachen hier. Überlassen Sie den Dieben das Feld und alles verschwindet für immer. Aber die Artefakte gehören Ihnen doch nicht. Wir sollten das dem Inspektor überlassen. Bitte, Herr Inspektor, schauen Sie selbst, ob dieser Herr nicht doch etwas aus den Ruinen gestohlen hat. Achten Sie besonders auf dieses Ornament. Bitte. Mahler hatte im Verlauf seiner Expeditionen einige Maya-Stätten vor und nach dem Besuch Thompsons fotografiert. Er stellte fest, dass einige Ornamente fehlten. Darunter auch ein steinerner Drachenkopf aus Chichen Itza. Dieses Mal gibt es kein Entkommen. Sie haben recht. Wir sollten es dem Inspektor überlassen. Denn ich denke, dass man auch in Mexiko nur dann bestraft wird, wenn man etwas gestohlen hat. Wenn Sie sich diesen Kaufvertrag ansehen, werden Sie sicher erkennen, dass alle Ruinen von Chichen Itza zum Grund dieser Hacienda gehören. Und die gehört mir. Tatsächlich wies ein beurkundeter Vertrag Konsul Thompson als den rechtmäßigen Eigentümer des Anwesens aus und damit der gesamten Maya-Stätte Chichen Itza. Sie sind nicht nur ein Dieb, Sie sind ein Verräter! Traitor! Ich finde, wir sollten das alles etwas zivilisierter besprechen. Denken Sie nicht auch? Kommen Sie bitte. Okay. Bueno, señor, muchas gracias. Inspector. Gracias. Danke, Herr Konsul. Puh, etwas schwierig, der Herr Mahler. Señor Mahler. Sehr cholerisch. Konfliktivo. Cholerisch, Sie sagen es. Edward Thompson hatte glänzende Beziehungen zu den mexikanischen Machthabern. Erst Jahre später wurde der Konsul von der mexikanischen Regierung auf 5 Millionen Dollar Schadensersatz verklagt. Da hatte Thompson das Land jedoch bereits verlassen. Heute ist aus der Hacienda ein elegantes Hotel geworden. Wieder hat eine Privatperson das Anwesen gekauft. Und damit sind auch die Ruinen von Chichen Itza wieder in Privatbesitz. Nun gehören sie allerdings einem Mexikaner.
An den eigenbrötlerischen Maya-Forscher aus Deutschland erinnert im mexikanischen Mérida das Anthropologische Museum. Dort ist seine Büste aus den schmucken Ausstellungsräumen im Obergeschoss allerdings inzwischen in den Keller gewandert. Von der späten Gerechtigkeit einer Klage gegen seinen Widersacher Thompson erfuhr Theobert Mahler nichts mehr. Er starb 1917 unbemerkt und unversöhnt mit der Welt in Mérida, im Alter von 75 Jahren. Mahler wurde vergessen. Seine Fotografien aber wandern heute in Ausstellungen um die ganze Welt und zählen noch immer zu den wichtigsten Quellen für Archäologen in Mittelamerika. Es blieb Mahler erspart, mitzuerleben, wie findige Forscher 100 Jahre später seinen letzten Winkelzug durchschauten. Obwohl Mahler der wissenschaftlich weitaus bedeutendere Forscher war und die Archäologie in Zentralamerika mitbegründete, hatte er nie verwunden, dass Thompson immer einen Schritt schneller war. Und so fälschte er das Entstehungsdatum seiner Fotografie der Ruinen von Ichmuk. Nun sah es so aus, als ob er vor Thompson die Maya-Stadt entdeckt hätte. Jeder Archäologe möchte der Erste sein. Das unterscheidet die Abenteurer von damals kaum von den Wissenschaftlern heute. Was alle Generationen von Gelehrten eint, ist ihre Faszination für ein großes Volk, dessen Tempel und Paläste teilweise noch immer